kommen gut an. Und ganz, ganz viel Geduld allen unterwegs. Darf man eigentlich Beatles-Songs covern? Ja, wenn man es gut macht, schon. Das sagt der Klaus Vormann, der Beatles zu einer Zeit kennengelernt hat und ihnen verfallen ist, wo sie selber noch Coversongs gebracht haben auf der Bühne. Seine Lieblingscovers, gerade nach einem Beatles-Cover, wo wir finden, das ist gut. Und zwar von deren drei Hörer von der Burnout. Sie schreiben mit dem MP3, was sie uns geschickt haben, wir sind alles verheiratete Familienväter-Punks und haben die voll spießigen Jobs. Wir lieben die Musik und rocken immer mal wieder gerne die Stage, wenn sich eine Möglichkeit ergibt. Burnout, das wäre eure nächste Möglichkeit. Jetzt hier auf DRS 3 mit eurer Version von «I Feel Fine» von den Beatles. Was passiert, wenn wir DRS3-Hörer, Punk, DRS3-Hörer auf die Beatles loslässt? Das sind Burnout mit ihrer Version von «I Feel Fine». Und was wir da machen in dieser Stunde auf DRS3, das löst bei euch offenbar gewisse Gefühle aus. Und die Gefühle, die gehen von der einen Gefühlsseite...